Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Das Wochenende ist rum, wir sind wieder da. Ihr seid auch wieder da, ich freue mich sehr. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wie immer montags eine freie und offene Themenrunde. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Und wenn ihr mailt, bitte eure Telefonnummer in die Mail reinschreiben. So, Alexa heißt meine erste Anruferin heute Nacht. Guten Morgen. Morgen. 22 Jahre alt. Ja. Um was geht's denn, Alexa? Und zwar geht es sich bei mir darum, dass mein Freund möchte, dass wir unseren fünf Wochen alten Sohn zur Adoption freigeben. Ach, warum? Ja, also ich fange am besten mal ganz vorne an. Also wir haben eigentlich verhütet. Ich habe eine Blutgerinnungsstörung, ich habe die 3-Monats-Spritze bekommen und da hat sich dann rausgestellt, dass die Hormone nicht ausgereicht haben. Also war es ungeplant. Ja. Und Vorab noch gefragt, wie lange seid ihr ein Paar schon? Wir sind seit letztem Jahr Januar zusammen. Okay. Also, noch nicht so sehr lange. Nee, war okay. Ging recht flott dann. Und auf jeden Fall ist er dann auf die Idee gekommen, nach der 12. Woche, wir hatten vorher dann schon drüber gesprochen und Abtreibung kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und dann, nachdem die 12. Woche dann auch schon vorbei war, ist er dann also auf die Idee gekommen, wenn das dann alles nicht so funktioniert, dass man den dann ja immer noch in Pflege geben könnte, den Kleinen. Also er war von Anfang an dagegen? Er wollte kein Kind haben? Ja, er war sich unsicher, sage ich mal. Naja gut, wenn er schon da das anspricht mit, man kann ihn in Pflege geben. Hat er dich denn ein bisschen bedrängt in Richtung Abtreibung? Seine Eltern haben es versucht über ihn. Wie alt ist er denn? Bitte? Wie alt ist er denn? 20. Ja. Okay, erzähl mal weiter. Er steckt da auch gerade noch mitten im Abitur drin, muss man dazu sagen. Das hat er also letztes Jahr dann gemacht. Und dann haben wir uns aber dafür entschieden. Und dann jetzt die letzten Wochen vor der Geburt kam es dann halt immer häufiger raus, dass er jetzt sich dann doch dafür entschieden hat, dass er den Kleinen jetzt doch nicht will. Und direkt nach der Geburt, als er den Kleinen zum ersten Mal gesehen hat, auf dem Arm hatte, weichte da das Herz nicht auf? Also meiner Meinung nach schon. Er war ja auch bei der Geburt mit dabei. Ach so. Aber ich habe so das Gefühl, dass er jetzt einfach vernunftmäßig, hört sich bescheuert an, aber dazu stehen will, was er gesagt hat zu seiner Entscheidung, auch seinen Eltern gegenüber vor allem. Ach so, du meinst gar nicht, dass das eine Herzensentscheidung ist? Nein. Ach so. Überhaupt nicht, weil wenn er am Wochenende da ist, weil er ist im Moment bei der Bundeswehr, ja, kommt im März aber wieder, wenn er am Wochenende da ist, er kümmert sich ja um den Kleinen, er wickelt den, er füttert den, er nimmt den auch auf den Arm. Also ist schon eine Beziehung da und eine Zärtlichkeit, ja, und eine Innigkeit, ja, vielleicht sogar. Ja. Ja, die gibt er schon rüber. Ja. Das merkt man. Dennoch schon. Sagt er jetzt, ich möchte, dass der Junge zur Adoption freigegeben wird. Ja. Und was denkst du? Und ich habe in den Wochen vor der Geburt, in den letzten 5-6 Wochen vor der Geburt einfach gemerkt, dass ich mit so einer Entscheidung überhaupt nicht leben kann. Ich habe dann auch versucht, was vielleicht ein bisschen blöd war, das Ganze zu verdrängen mit Drogen. Das war natürlich auch nicht das Beste. Mit was für Drogen? Mit Liquid Ecstasy. Als du noch in der Schwangerschaft warst? Ja. Oh, das der Kleine ist aber Gott sei Dank kerngesund. Mensch, Alexa, da bist du ein hohes Risiko eingegangen. Ja, das ist mir jetzt auch bewusst. Ich habe in dem Moment aber, ich weiß nicht, ich wollte mich selber irgendwo wegschießen. Im Prinzip habe ich eigentlich darauf gehofft, dann abends irgendwann einzuschlafen und morgens nicht mehr wach zu werden. So heftig? Ja. Oh, weia. Ja. Also mit der Situation ganz überfordert. Ja, absolut. So, was ist jetzt? Jetzt ist er da, 5 Wochen alt. Ja. Wie ist deine gefühlsmäßige Einschätzung, Situation? Was denkst du? Also ich könnte den Kleinen gar nicht hergeben. Wir haben vor allem der Kleine, der ist wirklich so lieb. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, weil der schreit also wirklich nur, wenn er Hunger hat. Und ansonsten, er schläft nachts auch durch. Also von 12 bis morgens um 7 schläft er. Also ganz klares Mutter-Kind, ganz klare Mutter-Kind-Verbindung. Ja, vor allem in der Woche nach der Geburt. Also ich habe
für David mein komplettes Leben aufgegeben. Mhm. Ich komme gebürtig vom Niederrhein und bin dann also nach Baden-Württemberg gezogen. Mhm. Für ihn. Mhm. Das Ganze nach 2 Wochen. Warum? Für ihn? Ja, weil einfach die Entfernung, steckte ja mitten im Abitur. Das heißt, ich verstehe. Und ich hatte nicht viel, was mich gehalten hat. Mhm. Und dann habe ich halt gesagt, okay, packe ich meine Sachen und komm zu dir. Mhm. Aber ihr habt ja jetzt eine Wohnung für dich und den Kleinen? Ja, also wir haben die Wohnung seit November und er wohnt eigentlich schon mit hier. Wir haben nur noch nicht alle Möbel da, bedingt durch die Bundeswehr. Alexa, ich finde das traurig, dass er das sagt. Ich finde es wirklich traurig. Und die Entscheidung ist ja auch sonnenklar, dass du den Jungen natürlich nicht hergibst. Nee, ich kann es gar nicht. Nein, und wenn du glaubst, was ja hoffnungsvoll stimmt, dass dein Freund, der Vater des Kindes, letztendlich in seinem tiefen Inneren auch anders empfindet. Er aber im Moment, weiß ich, durch die Erwartungen seiner Eltern oder ich weiß nicht was, was anderes spricht, ist das ja auch schon mal ganz gut. Ja, das ist richtig. Also seine Eltern... Gäbe es denn einen großen Streit zwischen euch beiden, wenn du jetzt sagst, nein, ich will auf keinen Fall den Kleinen weggeben? Wahrscheinlich, ja. Dann musst du diesen Streit durchziehen. Gehe ich von aus. Ja, dann musst du. Würdest du sogar in Kauf nehmen? Würdest du die Trennung sogar in Kauf nehmen? Ich weiß nicht, ob ich das schaffen würde. Ich muss dazu sagen, also ich habe schon eine Tochter, die ist, die wird jetzt 7 im August und die lebt aber bei meiner Mutter, weil ich zu ihr nicht so das wirkliche Verhältnis aufbauen kann. Mhm. Die stammt also aus einer Vergewaltigung und ich habe das erste Mal das Gefühl, bei ihm auch wirklich geliebt zu werden. Und ich habe ihn dann irgendwann mal gefragt, was denn passieren würde, wenn die Kleine jetzt zu uns kommen würde. Mhm. Und damit könnte er leben. Das wäre für ihn vollkommen okay, weil das wusste er ja vorher. Aber seinen eigenen Sohn, damit kann er nicht leben. Aber warum? Und das ist, warum? Warum will er? Nicht. Warum will er das eigentlich? Also im Moment, also er hat klipp und klar gesagt, der Kleine steht zwischen uns. Ich soll mich zwischen ihm und dem Kleinen entscheiden. Das hat er gesagt. Finde ich ganz bitter. Die Entscheidung, ich weiß nicht, die kann ich einfach irgendwo nicht treffen. Ich weiß es auch nicht. Ich finde, dass du dich für dein Kind entscheiden solltest, wenn du dich entscheiden musst. Ich finde diese Formulierung ganz schlimm von deinem Freund. Eigentlich kann man, so eine Formulierung darf man gar nicht bringen. Weil das dürfte gar nicht zur Auswahl stehen, er oder das Kind. Es ist sein Kind, er hat die Verantwortung zu tragen, dass es auf die Welt gekommen ist, dass es entstanden ist. Das ist richtig. So, und dann ihn einfach wegzuschieben, finde ich, das kann man vielleicht unter extremen Umständen. Es gibt Menschen, die in Notsituationen sind, wo das nicht anders geht. Ja, okay. Ja. Aber so scheint mir das bei euch nicht zu sein. Und du liebst den Kleinen. Ja, das auf jeden Fall. Vor allem in der Woche, also nach der Geburt, die ich da noch im Krankenhaus war, deshalb habe ich da schon gemerkt. Weil also ich habe da, glaube ich, von 24 Stunden den Kleinen fast 20 Stunden auf dem Arm gehabt und auf dem Bauch liegen gehabt. Und aber wenn das jetzt eskaliert, wenn du jetzt ganz klar immer sagst, ich möchte das nicht, wie stellst du dir die nächsten Wochen und Monate vor? Ich habe keine Ahnung, ich bin hier ganz alleine. Ich habe hier im Prinzip keinen. Ich habe mein ganzes Leben für ihn aufgegeben, meine Freunde, meine Familie, alles. Und ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Zur Not könntest du mit dem Kleinen auch wieder zurück in deine alte Heimat gehen. Ja, das wird etwas schwierig. Warum? Weil da gerade familienmäßig auch alles den Bach runtergeht. Ach so. Also die haben da gerade selber alle Probleme. Und wenn ich dann noch komme und dann und die, auch wieder mit Problemen habe, dann... Du wolltest gerade noch was erzählen von den Eltern deines Freundes. Die machen, die haben den Kleinen ja nur auch schon gesehen. Nein. Ach, die haben ihn noch nicht gesehen? Nein. Die wollen ihn nicht sehen? Jetzt am nächsten Samstag wollen wir das erste Mal hinfahren. Aber die haben, der Vater hat mir damals 10.000 Euro dafür geboten, dass ich abtreibe. Oh. Das wird ja immer schlimmer. Der ist Arzt von Beruf. Das ist, es ist einfach so, diese Familie denkt an Geld und das, was die Leute draußen drumherum denken. Alexa, ich sag jetzt mal was Böses. Das ist ein übler Dunstkreis, in dem du da bist. Ja. Finde ich. Ich sag das mal einfach mal jetzt so, ohne die Details zu kennen. Jemandem 10.000 Euro zu geben, damit er abtreibt, nur weil das nicht in deren gesellschaftliche Vorstellung hineinpasst, finde ich aber schon heftig. Ja, ich bröcke gerade so ein bisschen an der Fassade, die sich aufgebaut haben, nach außen in die heile, glückliche Familie. Und du meinst, dein Freund steht irgendwie noch unter großem Druck der Eltern und versucht, denen gerecht zu werden, was die wollen?
Ja, ich bin der festen Überzeugung davon, dass es sich da hauptsächlich darum geht, dass die ihm das Studium finanzieren. Ach so. Weil also das Studium wird halt von denen, wenn dann, finanziert und Wie absurd. Der Mann ist Arzt, sagst du. Ja. Ich gehe mal davon aus, in der Regel ist das ja so, dass er auch ganz gut Kohle hat. Ja. Ja. Das heißt also, für die wäre das ein Klacks, euch ein bisschen zu unterstützen und auch den Sohnemann dennoch studieren zu lassen. Ja, natürlich. Also das Geld fürs Studium ist im Prinzip da. Das haben die schon von klein auf für den gespart. Und nebenbei könnten die den Kleinen locker mal einen Strampler kaufen Dieses Angebot von dem Schwiegervater, in Anführungszeichen, 10.000 Euro zu zahlen, hat das deinen Freund nicht in irgendeiner Weise schockiert oder irritiert? Oder fand er das ganz normal, dass der Papa das macht? Er hat gar nicht mitgekriegt. Ich habe es ihm auch nicht erzählt. Warum nicht? Weil er zu dem Zeitpunkt gerade noch mitten im Abitur steckte und ich einfach gucken wollte, dass er zumindest die Abiturprüfung vernünftig durchziehen kann. Warum hast du es ihm nicht später erzählt? Dann war er beim Bund und dann hatten wir sowieso kaum Zeit zum Reden. Naja. Und Das ist aber sowas Gravierendes. Also das ist einfach eine Sache, weiß ich nicht. Meine Mutter war schon drauf und dran, hier in den Stadtanzeiger eine halbseitige Anzeige zu setzen. Deine Eltern, wie stehen die denn zu der ganzen Sache? Also meine Mutter, die ist drauf und dran, sich ins Auto zu setzen und von der Ostsee hier hinzufahren und denen mal die Meinung zu geigen. Kann die nur gerade nicht, weil die selber schwer krank ist. Und Also Alexa, meine Meinung ist da ganz eindeutig, dass du dich zu deinem Kind bekennen solltest und dass du will mir gar nicht vorstellen, wie unglücklich du würdest, wenn du den Kleinen abgibst und wenn dann die Jahre vergehen. Ja. Was dann wäre. Und wenn du jetzt Angst hast vor dem, vielleicht auch vor dem, finanziellen Loch oder was auch immer dann, was du da hineinstürzen könntest, würde ich dir gerne jetzt gleich noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten, dass du die entsprechenden Beratungsstellen zumindest schon mal aufsuchen kannst, damit du da auch so staatliche Hilfe bekommst und professionelle Hilfe. Ja. Aber so was das Emotionale, das grundsätzlich anbelangt, ist meine Meinung ganz eindeutig. Für das Kind. Ja. Für das Kind. Also. Ja, er sagt ja auch, also eigentlich bin ich die Frau, mit der er sein Leben teilen will, aber. Ja, was heißt denn eigentlich, Mensch, das ist euer Kind, das ist ein Produkt eurer Liebe. Und dann dich vor die Wahl zu stellen, entweder der Kleine oder ich, das finde ich, hammermäßig, wirklich. Alexa, meine Psychologin Sabine hat das Gespräch mitgehört. Mit der kannst du jetzt noch weiter auf jeden Fall auch dich unterhalten. Und die Sabine versorgt dich noch mit entsprechenden Beratungsstellen, wo immer du die auch aufsuchen möchtest. Ja, okay. Ja, dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich bei dir wieder. Eine Sache noch, also ich hab vorhin von deinem Buch gehört, das werde ich mir auf jeden Fall holen. Das ist ja nett. Sendung. Dankeschön, Alexa, alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Also, tschüss. Hier ist Kathi. Kathi ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Kathi. Guten Morgen, Domian. Kathi, was geht's bei dir? Und zwar geht's darum, ich bin Schülerin in Altenpflegeheim und ich habe mich sozusagen meinen stellvertretenden Stationsleiter verliebt. Oh, das klingt immer nach Komplikationen, wenn man sich in einen Vorgesetzten verliebt. Genau, das erstens mal, was mich da so bedrückt und worüber ich auch gerne mal mit dir reden wollte. Ja. Und das zweite ist, er hat eine Freundin, die arbeitet auf der Nachbarstation. Und ging eigentlich so los, so mit ganz normalen Neckereien, wie man es so gerne mal macht. So kam da von ihm auch schöner Ausschnitt. Hast du aber einen großen Busen? Welche Körbchengröße trägst du denn? Wer sagt das? Die Kollegin? Nee, der stellvertretende Stationsleiter. Sagt das zu dir oder zu der Kollegin? Genau, zu mir. Ja. Weil ich in seiner Gruppe arbeite und wir dann zusammen halt auf Visite gehen. Ja, und wie alt ist denn der Bursche? Er wird jetzt 32, aber sieht noch aus wie Mitte 20. Davon bin ich überzeugt. Ja, auf jeden Fall. Und ich werde jetzt bald 21. Ja. So, und was ist jetzt mit der Kollegin auf der anderen Station? Das ist seine Freundin. Ach, das ist seine Freundin. Er ist, genau. Ach so, er ist in festen Händen und sogar in eurem Haus, also in eurem Arbeitsbereich. Richtig. Genau. Ach, du liebe Zeit. Die Freundin arbeitet auf der Nachbarstation, ist auch noch Schülerin. Jetzt verstehe ich es. Das ist eine Freundin von dir, habe ich gerade nicht richtig verstanden. Nee, die Freundin von ihm. Die Freundin von ihm. Genau. Du bist verliebt in ihn. Ja, richtig. Außer diesen mehr oder weniger sensiblen Äußerungen von seiner Seite aus dir gegenüber, ist da schon mehr passiert? Ja, da ist schon mehr passiert. Dann hatten wir beide Spätdienst.
Ja. Dann waren wir so im Eingangsbereich des Heims. Ja. War natürlich gerade keiner. Bewohner schon alle nur für Zimmer und so. Besuchszeit vorbei. Und dann hat er mir so über die Haare gestreichelt, mich herangezogen und mich geküsst. Dann haben wir uns erstmal da ein bisschen geküsst. Im Eingangsbereich? Genau. Mann, oh Mann, das geht ja zu bei euch. Genau, und da habe ich auch Bedenken, ob es vielleicht irgendeiner mitgekriegt hat. Mhm. Letztes Mal hat eine Bewohnerin gesagt, seid ihr zusammen? Mhm. Und da habe ich schon einige Bedenken. Erstens mal, weil die Freundin da arbeitet, zweitens mal, weil er da viel zu sagen hat. Mhm. Vielleicht nicht die Beziehung mit seiner Freundin aufs Spiel setzt und dann irgendwie ein Wort einlegt, um mich da rauszuschmeißen. Also ich finde erstmal ausgesprochen heikel von seiner Seite aus, dass er ist immerhin ein Dienstvorgesetzter von dir und du bist in der Ausbildung. Genau. Das kann dem übrigens auch Kopf und Kragen kosten, wenn das öffentlich wird. Dass er das wagt, so eine Beziehung einzugehen. Ja, klar. Wie weit ist denn dein Gefühl entwickelt, dieses Verliebtsein ihm gegenüber? Ist das so nur so eine Schwärmerei oder ist es schon ein bisschen heftiger? Nee, schon ein bisschen heftiger. Also im Moment bin ich ja auch zurzeit in der Schule nur, weil wir mal so Blockunterricht haben. Mhm. Und das ist schon so, dass ich den eigentlich vermisse, wie man so schön sagt. Mhm. Und letzte Woche, dann haben wir vor kurzem auch MSN-Adressen ausgetauscht. Dann sagt er, hat er geschrieben, hast du gleich Zeit? Und dann habe ich erst gedacht, das wäre so ein Witz, weil ich dachte, das wäre jetzt eine einmalige Sache erst gewesen und da kann ich mir sowieso nichts irgendwie drauf einbilden. Mhm. Ja, und dann haben wir uns getroffen, dann ging es auch heiß her im Auto. Ach so, so weit ging es auch schon. Genau. Also es gab schon Sex. Nee, Sex noch nicht, aber kurz davor. Ja. Weißt du was über die Beziehung, wie lange er mit der Freundin zusammen ist? Ja, 3 Jahre, die wohnen wohl auch zusammen. Und das tut mir auch irgendwie dann weh, wenn ich sehe sie selten, wenn ich mal ab und zu da Medikamente oder so rüberbringe. Das tut mir dann schon weh irgendwie, weil ich denke mir auch, war es jetzt so eine einmalige Sache von ihm aus, weil ich halt mehr für ihn empfinde. Irgendwie alles in mir ruft, Vorsicht, 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 wenn es geht, Hände weg, Hände weg, Hände weg. Mhm, aber schwer. Ja, das ist in deiner Situation schon sehr schwer. Ich finde erstmal nochmal unverantwortlich, dass der sich so verhält. Finde ich wirklich heftig. Also vielleicht schürt er da auch Hoffnungen bei dir, die er nie erfüllen wird. Vielleicht bist du einfach auch nur so eine nette Abwechslung und der ist null in dich verknallt oder so. Sondern ja, will einfach ein bisschen Spaß und ein bisschen Abenteuer und sowas. Genau. Könnte alles sein. Ja. Nur ist es natürlich schwierig, wenn man sich verliebt hat, zu sagen, bremst dich und versuche dich wieder ein bisschen zu entlieben. Ja. Deswegen fragte ich, wie weit es gediehen ist. Wenn es noch nicht so ganz weit entwickelt ist, kann man das. Kann man sich auch wieder zurückschrauben. Es gibt aber einen Punkt, wenn der überschritten ist, dann schafft man das nicht mehr. Und ja, ich denke mal, der Punkt ist auch schon bei mir überschritten. Der ist überschritten, ja. Ja. Ja, dann setz dich doch mal, versuch dich doch mal mit dem klar zusammenzusetzen und mal ganz, ganz offen zu reden, was das soll, welche Perspektive das hat, was er empfindet, vor allen Dingen auch, ob ihm das Risiko bewusst ist, auf was er sich da einlässt. Mhm. Nicht rumtuchteln und küssen und fummeln, sondern reden. Erstmal reden, damit du auch einen klaren Eindruck von dem bekommst, was der von dir will. Was will der von dir? Das ist die Frage. Was willst du, was empfindest du für mich? Ja. Ich meine, das ist deine Ausbildung. Ich weiß es nicht, wie das ist, wenn das rauskommt. Er könnte fliegen, das ist klar. Und ich könnte auch fliegen. Ja, ich weiß nicht genau, wie die Rechtslage da ist, ob derjenige, der dann quasi in deiner Rolle ist, auch. Ist alles heikel, finde ich. Ist alles kompliziert. Auf jeden Fall. Alles kompliziert. Ich habe da auch halt Angst um meine Ausbildung, weil ich habe auch meinen Eltern nicht so davon erzählt, weil die auch ein gutes Verhältnis mit denen. Und ich denke mir, da würde ich auch eine ordentliche Standpauke von meiner Mutter oder von meinem Vater kriegen, wenn ich sage, ich habe dann natürlich. Zumal es in der Zeit, wo es in unserer heutigen Zeit, wo es schwierig ist, Ausbildungsplätze zu kriegen, wenn man die leichtfertig dann riskiert, das ist damit ist nicht zu spaßen. Ich bin jetzt auch schon im zweiten Jahr und ist kurz vorm, sag ich mal, noch nicht kurz vorm Ende, aber es ist halt nur noch ein Jahr. Mhm. Und das will ich ja auch gerne dann zu Ende machen. Mhm. Nur diese Bedenken und dieses Bedrücken, was so dann in mir ist. Und ich kann ja auch mit keinem darüber reden. Also mit ideal wäre natürlich erstmal, wenn es wirklich eine Liebe ist. Eine Liebe kann man nicht aufhalten. Ja. Wenn es wirklich eine ist, ich bin nur noch sehr skeptisch, ob es eine ist. Ich bin sehr skeptisch. Könnte man ja immer noch so eine Übereinkunft treffen. Wie lange musst du noch deine Ausbildung machen? Also ich komme jetzt im August ins dritte Jahr. Ach, du kommst und dann musst du noch ein Jahr?
Ach so, ja gut, das ist alles noch ewig hin. Also anderthalb Jahre. Kann man die Übereinkunft auch nicht treffen. Ich dachte, du wärst dieses Jahr fertig schon. Also Kathi, du sagst, du kannst dich nicht mehr zurückdrehen. Nee, auf keinen Fall. Ja. Also dann würde ich wirklich den Weg vorschlagen, dass du wirklich allen Ernstes mit dem redest. Und suche dir ein Umfeld, wo man euch dann auch nicht sieht. Ja. Und versuche, das ist jetzt alles leichter gesagt als getan, ja, dass du dieses Gespräch nicht mit der rosaroten Brille siehst. Versuche den wirklich so streng wie möglich zu sehen. Ich würde gerne dich aber auch nochmal im Hintergrund beraten, was so die ganzen rechtlichen Aspekte anbelangt. Ja. Irgendwas sagt mir immer noch, hör auf damit. Ich glaube, dein Leben würde besser verlaufen, wenn du die Finger davon lässt. Ja, auf jeden Fall. Und das hätte ich, glaube ich, auch am Anfang machen sollen. Sage ich jetzt dennoch trotzdem. Wir würden dich jetzt auch noch gerne nochmal zurückrufen und nochmal über ein paar Einzelheiten reden. So die Grundlinie habe ich dir so gesagt, die ich denke und empfinde. Ja. Alles Gute wünsche ich. Ja, super. Danke, Domian. Tschüss. Tschüss. Meine Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt das Thema gezwungen zur Lüge. Und ich frage euch, werdet ihr durch gewisse Umstände oder gar durch eine Person zu einer großen Lüge gezwungen? Vielleicht schon sehr lange, vielleicht sogar euer Leben lang schon. Dann würde ich mich gerne mit euch über diese Lüge unterhalten. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen, wie immer. Natürlich auch während der Sendung. Und mailen rund um die Uhr. Gezwungen zur Lüge. Also wenn ihr durch irgendetwas, durch einen Umstand zu einer Lüge gezwungen seid oder euch vielleicht sogar jemand zwingt, eine große Lüge zu lügen, dann könnten wir miteinander reden, wenn ihr das gerne wollt. Das ist unser Thema morgen. Und jetzt bin ich verbunden mit der Saskia. Und Saskia ist 14 Jahre alt. Guten Morgen, Saskia. Guten Morgen. Guten Morgen, du bist noch auf. Ja. Mann, musst du nicht früh morgen raus zur Schule? Ja, schon, aber. Aber? Ja, ich gucke mir halt deine Sendung an oft. Mhm. Ja. Heimlich oder wissen deine Eltern das? Heimlich. Hey, ja. Das ist aber immer du bist aber sehr müde morgens wahrscheinlich. Nein. Nee? Was ist denn der Grund, weswegen rufst du an? Wegen meiner Mama. Was ist los mit der Mama? Meine Mama ist sehr krank. Schwer krank? Ja. Ja, was hat sie? Krebs, Darmkrebs. Mhm. Wie alt ist denn deine Mama? 48 geworden. Ja. Und seit wann hat sie diese schwere Erkrankung? Seit letztes Jahr. Mhm. Ja. Wie geht's ihr denn zurzeit? Also zurzeit bricht sie sehr viel und so und hat auch Schmerzen. Mhm. Die ist jetzt vor 2-3 Wochen aus dem Krankenhaus gekommen. Mhm. Und jetzt hat sie immer noch Schmerzen. Hat sie zwar Medikamente aufgeschrieben gekriegt. Ja. Ist sie operiert worden auch im Krankenhaus? Ja, wurde sie. Ja. Und so Chemotherapie, so eine richtig... Ja, hat sie. Hat sie alles machen müssen? Ja. Aber im Moment noch sehr angeschlagen. Ja, aber im Moment braucht sie nicht so Chemotherapie. Mhm. Da sie jetzt auch im Moment Schmerztabletten gekriegt hat und so. Mhm. Nur, sie kriegt einen Anruf, wenn sie nochmal zur Chemo muss. Ach so. Mhm. Bist du das einzige Kind deiner Mutter oder deiner Eltern? Nein. Wie viel gibt's denn noch? 4 Stück, also 3 richtig, also 3 Geschwister habe ich noch und einen Halbbruder. Und bist du die Kleinste oder so mittendrin? Ja, ich bin die Kleinste. Du bist die Kleinste? Ja. Mhm. Wie ist denn das, als du das erfahren hast? Das ist ja nun sehr schlimm, wenn die Mutter eine so schwere Krankheit hat. Wie hast du das denn so für dich aufgenommen und empfunden, als man dir das gesagt hat? Also, wir waren ja im Krankenhaus. Mhm. Und dann kam auf einmal die Ärztin rein und sagte, sie haben Krebs. Und da warst du dabei? Ja, und dann, aber nicht schon beigebracht, hatte gesagt, sie haben Krebs, auf Wiedersehen. Sie haben Krebs, auf Wiedersehen, hat die gesagt? Ja, also ganz hart. Ach, und also ja. Du, wie viele Leute waren denn dabei? Mein Stiefpapa, mhm. Mama halt, ich und meine andere Schwester. Und wie alt ist die? Die ist 17. Und dann kommt die Ärztin rein und sagt, guten Tag, Sie haben Krebs, auf Wiedersehen. Ja. Das ist ja unfassbar.
Und hat das gar nicht weiter erklärt, wie also was man machen kann und wie fortgeschritten das ist und so weiter, was man dann alles so sprechen muss, gar nichts. Nein, also dann ist meine Mama nochmal zum Arzt gegangen, zum Hautanfall. Und dann sagte er, dass die Leber mit angegriffen ist. Mhm. Ein bisschen. So, und ja. Und hast du da gleich große Angst gekriegt? Ja, ich habe ganz große Angst gekriegt. Also deswegen bin ich auch meistens zu Hause, gehe auch nicht mehr raus. Mhm. Nur halt in der Schule. Mhm. Und dass ich mich halt um ihr kümmern kann, dass es ihr besser geht und so. Mhm. Hat deine Mama denn mit dir schon so offen geredet über die Krankheit? Ja, sie hat gesagt, sie wünscht es halt kein. Bitte? Ich habe mich heute an. Also sie hat gesagt, sie wünscht es kein, dass sie so krank, dass sie so krank wird. Mhm. Und manchmal sagt sie auch, ich möchte euch nicht alleine lassen oder so. Sie möchte 86 Jahre alt werden. Warum gerade 86? Weil das ein schönes Alter für ihr ist. Ja, okay. 87 ist auch ganz schön, aber naja, egal. Ja. Und weil... Hat denn die Mama gesagt, dass sie wieder gesund wird? Also wir haben ihr oft genug gesagt, sagt sie jetzt immer noch, Mama, das schaffen wir schon, du bist nicht alleine auf der Welt mit der Krankheit, wir helfen dir dabei. Mhm, mh. Ja. Und da hat sie sich wahrscheinlich sehr gefreut, als sie das so gesagt hat. Ja, sie hat gesagt, ja okay, weil sie auch, weint auch sehr viel, weil es sie halt traurig macht, dass sie so krank ist. Und sie macht sich dann halt Sorgen von uns, wenn sie irgendwann mal nicht mehr da ist. Habe ich gesagt, Mama, du willst noch lange leben. Und jetzt denke ich schon als später, dass du irgendwann mal kaputt bist, als du wolltest. Mhm. Dennoch, hast du manchmal Angst, dass deine Mama vielleicht sterben könnte? Ja, habe ich sehr große Angst. Das glaube ich, das hätte ich auch an deiner Stelle. Das hätte ich auch. Und da ist man so ganz hilflos, ne? Da kann man, ich meine, du machst es ja schon richtig. Du sprichst ihr Mut zu, du bist bei ihr. Das ist ja schon eine tolle Sache. Das heißt, du gibst ja da ganz viel Energie schon rüber. Ja, habe ich. Aber mehr kann man ja dann auch so nicht tun, als Kind auch und als Tochter. Ja. Redest du denn mit deinem Papa oder mit deinem Stiefvater darüber? Ja, schon. Also mein Stiefvater wohnt ja bei uns. Und er kümmert sich auch sehr, sehr viel um ihr. Er kümmert sich auch um uns. Er geht Essen kochen. Er geht mit den, macht die Tiere sauber, geht mit dem Hund raus und so. Und kümmert, also macht uns Essen fertig. Also der umsorgt euch schon gut? Ja. Meine Mama tut auch manchmal Essen machen, weil sie sagt, sie möchte jetzt nicht nur auf der Couch oder im Bett liegen, sie möchte auch mal was tun. Also, und dann sagen wir halt, Mama macht das nicht. Aber halt, wenn wir dann schlafen, nachts wird sie ja manchmal wach. Ja. Und dann... dann stellt sich den Wecker und dann geht es in die Küche und tut spülen. Und das setzt sich aber hin. Du hast mir gerade gesagt, dass es dir deshalb irgendwie so schlecht geht, dass du gar nicht mehr rausgehst. Das ja, weil ich, also ich gehe zwar schon raus, aber nicht mehr so oft. Also möchte mich mehr um meine Mama kümmern. Ja, aber zur Schule gehst du noch. Ja, auf jeden Fall. Und das läuft auch alles gut. Ja. Ja. Und hat deine Mama schon mal gesagt, geh doch mal wieder ein bisschen mehr, vielleicht zu Freundinnen oder zu Freunden, unternimm mal was? Doch, das sagt sie schon zu mir, aber ich sag Mama, nein, ich möchte auf sie aufpassen. Dann versuchst du es so weit, bis ich mal irgendwann mal gehe und sage, okay Mama, aber ich bin in einer Stunde wieder zu Hause. Das finde ich eigentlich sehr toll von dir, Saskia. Hut ab, also das wird manch einer in deinem Alter nicht so machen. Die Mama ist schwer krank und das hast du schon auch so eingeschätzt und verstanden, dass das eine sehr schwere Krankheit ist. Und dann so für die Mutter da zu sein, finde ich schon sehr toll. Das macht manch ein Erwachsener nicht mal, sage ich dir. Ja. Insofern ist das eine gute Sache, die du da machst. Wichtig ist, dass du auf jeden Fall in der Schule normal weiter und gut weiterarbeitest, damit die Mama sich ja keine Sorgen machen muss. Ne? Finde ich ganz wichtig. Ja. Bist du noch da? Ja. Ja. Und ein bisschen so mal mit einer Freundin treffen oder so, ist auch okay, finde ich. Du musst ja auch mal ein bisschen, auch wiederum ein bisschen Kraft tanken so für dich. Ein bisschen Abwechslung. Umso fröhlicher kannst du dann und dann auch wieder deiner Mutter gegenübertreten. Ja. Also ein bisschen ist schon okay. Du hast eine ältere Geschwister, ne? Hast du gerade gesagt.
Ja. Redest du mit denen denn viel darüber, über deine Ängste vielleicht auch, was so mit der Mama werden könnte? Ja, weil meine Schwester ist das so, meine Ältere, die hat auch schon Kinder, die wohnt nicht mehr bei uns, die wohnt bei ihr Freundin zurzeit. Und die ist dann halt selten da, aber ich telefoniere auch mit ihr. Ja. So mit meinem Bruder ist das so, der ist auch bei der Bundeswehr. Ja. Also mein Halbbruder. Und der hat nicht so viel Zeit, da kommt zwar Wochenende mal hier runter. Und ja. Und dein Verhältnis so zu dem Stiefvater, habe ich gerade so rausgehört, ist eigentlich auch ganz gut. Ja, das ist eigentlich auch ganz gut. Nur manchmal haben so Streitereien oder so, naja, aber haben, das liegt sich dann wieder. Das haben wir alle mal. Ja. Das ist ja auch eher normal. Du hast mich angerufen, hast mir das so erzählt. Hatte das so noch einen besonderen Hintergrund, weswegen du mir das erzählen wolltest? Eigentlich nicht. Ich wollte einfach nur mal mit jemandem reden darüber, ja, der mir dann auch helfen kann. Der dir noch helfen kann? Ja, also mir dann halt Tipps geben kann oder so. Ja, Tipps, so kann ich dir natürlich auch nicht in dem Sinne geben. Aber ich habe dir gerade ja schon gesagt, dass ich dein Verhalten toll finde. Weil du wirst auch irgendwann mal älter und dann wirst du überlegen, habe ich das damals richtig gemacht, habe ich es nicht richtig gemacht? Und so wie du es mir jetzt geschildert hast, finde ich, dass du es aber verdammt richtig machst und toll machst. Und dann kann deine Mama sicher sehr stolz auf dich sein. Ja, ist sie ja auch. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ja. Aber wie gesagt, ein bisschen musst du da auch ein bisschen so in deinem Leben auch schon noch ein bisschen was machen. Ja, also im Moment, also jetzt zur Zeit gehe ich auch sehr viel raus, gehe Freundinnen raus oder so. Und manchmal sagt meine Mama ja auch, komm, du darfst jetzt auch mal Wochenende bis Sonntag da schlafen. Genau. Wenn du das möchtest, und dann mache ich das auch, wenn sie weißt du, Saskia, was auch ganz wichtig ist, ist, wenn man, das ist ja nun eine sehr schon ernste und belastende Situation, in der ihr da lebt und in der du lebst, dass man dann auch schon mal jemandem sagt, wenn man traurig ist. Dass man nicht alles in sich reinfrisst. Das ist nicht gut. Ja. Wenn du jemanden hast, du hast von deiner Schwester gerade gesprochen oder vielleicht auch von einem Stiefvater oder vielleicht auch von einer Freundin, dass wenn es dir alles sehr zu Herzen geht, dann sag's ruhig. Das ist wichtig. Ja. Wenn man das nämlich nicht sagt, wird man selbst auch krank. Und das ist dann auch wieder schlimm, auch wieder für die Mama schlimm. Wenn du auch vielleicht seelisch krank würdest, ist ja auch nicht gut. Ja. Ne? Also bist schon eine tolle junge Frau, muss ich ja sagen. Dankeschön. Wirklich, mit deinen 14 Jahren da so verantwortungsbewusst sich zu verhalten, finde ich schon sehr schön. Ich möchte aber auf jeden Fall auch noch, dass meine Psychologin noch mal ein paar Worte mit dir spricht. Bist du einverstanden? Ja. Ja? Vielleicht kann die dir auch noch ein paar Tipps geben, kann ja nicht schaden. Ja. Und ich überlege gerade, vielleicht, es ehrt mich natürlich, dass du immer unsere Sendung hörst oder guckst. Aber so ein bisschen schlechtes Gewissen habe ich, ein Gefühl dabei, weil es dann so spät ist und du morgens müde bist, wenn du in die Schule gehst, oder? Also ich bin jetzt bis jetzt immer pünktlich aufgestanden und bin wieder früher gekommen, ja, und habe auch alles mitgemacht, bin eingeschlafen oder so. Na, dann bin ich ja beruhigt. Liebe Saskia, ich wünsche deiner Mama wirklich von ganzem Herzen, dass sie wieder gesund wird. Und dass sie mit deiner Hilfe gut kämpfen wird und gegen die Krankheit besiegen wird. Das wünsche ich euch wirklich von ganzem Herzen. So, und jetzt legst du auf und Sabine, meine Psychologin, das ist eine sehr nette Frau, die ruft dich gleich an. Okay. Ja, alles Liebe wünsche ich euch. Ja, tschüss. Tschüss. Hier ist Thomas. Thomas ist 42, guten Morgen. Hallo. Ja. Hallo Domian. Hallo Thomas. Um was geht's? Ja, pass auf, ich habe mal vor der Woche angerufen zu dem Thema Verzeihen. Verzeihen? Verzeihen, das ja, war am Dienstag. Genau. Ja, genau. Ja. Und da hat es mich so spontan so ein bisschen, weil, aber... Also das Thema der Sendung hieß ja, ich habe vergeben. Also ich habe jemanden vergeben, genau, der mir mal was Schlimmes angetan hatte. Also meiner, naja, gut angetan, ja okay, meiner Frau, also wir sind jetzt verheiratet und 11 Jahre, jetzt so langsam ins 12. Ja. Ja, und wir sind also dann natürlich so und nach 6 Jahren, da waren wir noch nicht verheiratet, waren aber zusammen, immer fest und so weiter. Und da wohnten wir in einem Mietshaus und... da hat meine Frau dann so ein bisschen angebändelt mit einem Nachbarn. Oh. Ja, kannst du mir folgen? Ja, ja. So, ja, okay, so eben ja, schaffe ich es noch, ja, genau. Ja, ja, ja. Und war dann auch
einen Monat weg, aber ich habe dann gesagt, weil... Die war einen Monat weg mit dem Nachbarn? Naja, die war nicht weg, die war bei dem Nachbarn. Also, bei dem Nachbarn. Und du hast auch noch in dem Haus gewohnt? Ja, natürlich. Das ist ja krass. Naja, also ich bin jetzt 41 und sie ist jetzt 27 und also ist so ein bisschen ein Unterschied. Also vor 6 Jahren kann man sich ja ausdenken, sie war 21 und ich war eben, ja, okay. So jung noch, ja. Naja, und da gedacht, gut, okay, sie hat die 6 Jahre mit mir und okay, ist okay. Und jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, du hast gerade am Anfang gesagt, ihr seid 11 Jahre zusammen. Na, wir sind jetzt ja auch verheiratet und... 11 Jahre? Und... Hallo, Moment, 11? Das kommt ja noch, wird ja noch besser. Nee, ich frage nur wegen des Alters, wenn sie erst jetzt 26 ist und ihr 11 Jahre zusammen seid, dann ist es ja... Na, ich war 29 und sie war 16, ja. Na ja. So ungefähr, so, ja. Okay, ja. Also ich verstehe schon, großer Unterschied. Nee, ist schon klar, ja. Ja, erzähl mal weiter. Und, ja, nun, jetzt haben wir jetzt nicht, wie viel sie rechnet und so, ja, okay. Also und da gedacht, na gut, wir waren 6 Jahre zusammen oder 5 Jahre dann damals und sollte sehen, das war auch ein Jungscher, der war ihr Alter, also so, ja, so, oh, aber nicht, ja, so dachte ich, gut, soll sie machen. Ja. Ist ja okay. Habe ich dann wirklich auch so, also gedacht, ja, weil man ist ja ein bisschen älter, ein bisschen reicher und so weiter. Ja, wobei, es ärgert einen ja schon, wenn die Frau plötzlich mit einem anderen und wenn es auch ein Jüngerer ist, weg ist, ist ja schon ein heftiger Schlag. Ja, okay, das ist aber vielleicht die erste Stufe des Verzeihens, die erste Stufe vielleicht. Aber jetzt kommt es ja noch besser. Dann wurde sie schwanger von dem. Ach du lieber Zeit. Naja, so, jetzt war sie also schwanger. Und wir hatten natürlich immer so ein bisschen Kontakt über Anwalt und über, sie wollte dann den Rechner zurück und na, wie dann so ist. So. Naja, ihr habt euch im Haus auch gesehen. Ja, natürlich, ja, immer. Ja. Die Autos und waren so 20 Parteien oder so in dem Haus. Mhm. So, da wurde sie schwanger von dem Jüngeren. Ja, na klar, naja. So, und dann kam seine Ex-Freundin zurück. Mhm. Von dem Jungschen dort, also von dem Nachbarn. Mhm. Und dann dachte der sich irgendwie, ja, jetzt bete. Und dann hatte sie irgendwann mal die Erleuchtung, dass das vielleicht doch nicht so gut ist. Dass du doch vielleicht der bessere Typ bist. So ungefähr. Und dann stand sie irgendwann, weil dann war nämlich diese Freundin wieder dort, die ja mit der auch aus der Jugend schon und so weiter. Ja, ja. Sonst müssten wir das jetzt ausweiten hier. Ja, ich hab schon verstanden. Ja. Du standst ja irgendwann wieder bei dir vor der Tür, hat geklingelt, darf nee, ich? Dann aber auch nur, nee. Na, wenn es um den Schrank ging oder um irgendwas. Ach so. Oder um ein Auto oder was wir zusammen angemeldet hatten und wie es dann so ist mit dem. So, und dann stand sie da und ja, sie will zurück und so, sie hat es eingesehen und war nur ein Ausrutscher und so, ja, gut, okay. Na, gut, dann war sie ja schwanger, wusste ich ja auch schon vorher, so von Leuten aus dem Haus und so weiter. Ja. Gut, okay, ja, gut, dann war sie eben schwanger und dann kam natürlich die, also er abtreiben, die Eltern abtreiben, ihre Eltern abtreiben und meine Mutter abtreiben, alle. Aber sie wollte es nicht? Ne, sie wollte es nicht. Und du? Nein, um Gottes Willen. Du auch nicht? Nein, um Gottes Willen. Respekt, Thomas. Manch ein Kerl hätte dann gesagt, das ist nicht mein Kind, damit will ich nichts zu tun haben. Nee, genau. So, dann und ist die Frau, die war schwanger, alle wollten, dass sie abtreibt, sie hat nicht abgetrieben. Weil das passt ja nicht in ihr... Ich verstehe. Und dann ist sie wieder zu dir zurückgekommen und hat das Kind bekommen. Und dann sind wir weggezogen. Ja. Mussten wir ja, weil man konnte man ja nun nicht mehr bleiben. Ja. Sind wir weggezogen, dann nochmal eine Wohnung und noch eine Wohnung und jetzt sind wir ganz im Norden hier, haben wir uns ein Haus gekauft, hier ist ein altes Bauernhaus. So, und ihr beiden seid jetzt immer noch zusammen und das Kind ist da? Das ist jetzt 5. Und für dich ist das dein Kind, oder wie? Ja, natürlich. Mensch, Thomas, du sagst das, du erzählst das so Larifari, das ist doch eine tolle Sache, was du da geleistet hast. Naja, nun haben wir ja dann überlegt, ja, das ist ja nun schön, dass wir jetzt ein Kind haben, aber wir haben ja nun kein Enkelkind. Mhm. Und dann haben wir jetzt noch eine Tochter, die ist jetzt 3,5, die ist dann jetzt doch von uns, wenn ich mich nicht täuschen würde. Ich glaube nicht. Ja, weiß ich meine. Und du machst keine Unterschiede zwischen den Kindern? Du behandelst beide gleich? Die ältere
weil das war dann die Schwangerschaft und der hat dann auch so Terror gemacht und wir haben mal Anwalt und und Unterhalt und so dieses ganze Theater. Und dann war diese Tochter von der Beziehung, was wir gerade erzählt haben, die ist so eine ganz sensible kleine Maus. Also du behandelst die beiden sogar noch besser? Die besser, ja. Ach so. Mensch, Thomas, Respekt. Hut ab. Wirklich, finde ich toll. Eine tolle Einstellung. Du hast eine gute Grundeinstellung im Leben gegenüber, finde ich. Ja, wirklich. Das ist nicht, also ich glaube, dass die, also ich weiß nicht, ich will es nicht falsch ausdrücken, aber ganz, ganz, ganz viele Männer hätten da ein Riesenproblem mit, sagen wir es mal so. Ja, glaube ich schon. Ja, nee, das weiß ich ja auch. Ich kenne ja die Menschen, ja, ist schon klar. Insofern passte das natürlich extrem gut zu unserem Thema. Ich habe vergeben. Ja, sehr gut. War dann zu spät, am nächsten Tag, ich habe da auch schon dreimal mit deiner Reaktion und so. Ja, ist ja okay, kann man eine Woche später erzählen. Ja, toll, dass du angerufen jetzt nochmal hast und dass du durchgekommen bist. Dann wünsche ich dir und deiner Familie. Ich wollte eigentlich, es ist wirklich nicht ausgedacht, also so. Es ist wirklich nicht so. Nee, das glaube ich dir. Nee, du kannst mir wirklich loben. Ja, keine Frage. Ich will eigentlich wirklich nur, dass die Leute mit ihren Beziehungen, wo die da irgendwie über irgendwelche SMS da rumdiskutieren und das als sowas von unwichtig. Sagt der erfahrene Mann und du hast völlig recht. Thomas, ich wünsche deiner Familie, dir und deiner Familie alles Glück der Welt, alles Gute. Danke. Mach's gut, tschüss. Tschüss. Nochmal der Hinweis auf morgen, ihr Lieben, morgen heißt unser Thema gezwungen zur Lüge und ich möchte gerne mit Leuten reden, die durch gewisse Umstände vielleicht zu einer großen Lüge gezwungen werden, vielleicht auch schon sehr lange oder ein ganzes Leben lang schon, oder die von einer Person sogar zu einer Lüge gezwungen werden. Vielleicht belastet euch das sehr, vielleicht habt ihr euch aber auch mit der Lüge schon arrangiert und sagt, das gehört irgendwie so zu meinem Leben, das ist weiter nicht dramatisch. In der Regel belasten einen Lügen, aber irgendwann kann man nicht mehr, irgendwann wird man so dünnhäutig und hat eine große Sehnsucht, vielleicht auch die Lüge aufzudecken. Aber wie auch immer, darüber können wir ja morgen reden. Gezwungen zur Lüge heißt unser Thema morgen und ab 0 Uhr, wie immer, könnt ihr anrufen, während der Sendung natürlich dann auch. Hier ist Corinna und Corinna ist 45. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Corinna, schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's? Es geht zuerst mal um deine erste Gesprächspartnerin, die Alexa. Ja. Und zwar, sie steht ja so in diesem Zwiespalt zwischen Kind und Mann sich zu entscheiden. Ja, der Mann hat sie quasi vor die Alternative gestellt, ne? Mhm. Ja, und ich möchte ihr einfach Mut zusprechen, dass sie, wenn sie dann mal wirklich da so vor dieser Alternative steht, dass sie dann sich definitiv für das Kind entscheidet. Mhm. Weil ich selber so aus der Vergangenheit komme, dass ich direkt nach der Geburt abgegeben wurde. Ah ja. Ja, und das fehlt auch nochmal so letztendlich auch zum Thema, ich habe vergeben. Mit einer ähnlichen Geschichte wurde deine Mutter da auch irgendwie vor die Alternative gestellt? Das kann ich nicht genau sagen. Ich kann es mir vorstellen, aber genau weiß ich es nicht. Also über meine Mutter selbst weiß ich jetzt nicht viel. Aber sie hat mich, wie gesagt, muss man sich ja mal vorstellen, so vor 45 Jahren war es ja nicht wirklich leicht für Frauen, überhaupt Kinder dann unehelich auszutragen und so weiter. Und ich bin dann abgegeben worden. Und ganz klein. Ja, als Baby direkt in Säuglingheim, mit 3 Jahren dann zu Pflegeeltern gekommen, war nicht wirklich ganz so glücklich, hätte mich auch anders treffen können, aber okay, es ist mein Werdegang. Und bist dann bei den Pflegeeltern auch geblieben, bist du erwachsen? Bis zum 16. Lebensjahr und dann haben sie aufgrund dessen, weil sie dann nochmal 2 eigene Kinder bekommen haben, haben sie sich dann entschieden, sie wollten umziehen, haben sie mich dann wieder ins Heim geschickt. Wie kann man denn sowas machen? Da wächst man mit so einem Kind auf und hat eine ganz tiefe, man sollte eine tiefe Verbindung haben und gibt das Kind dann einfach wieder nach so und so vielen Jahren weg. Was sind das für Menschen? Das hat das Jugendamt und alle auch nicht so wirklich verstanden. Ich glaube ich auch nicht wirklich. Hast du zu den Leuten dann hinterher noch Kontakt gehabt? Sie haben mich einmal nochmal mit einer großen Bonbon-Tüte, sag ich mal, im Heim dann besucht. Wie traurig, wie fürchterlich. Ja, es ist okay. Also es ist mittlerweile, dass ich sage, vielleicht konnten sie es nicht anders oder wie auch immer. Leben die Leute noch? Die Pflegemutter nicht mehr. Ja. Die ist ganz böse an Krebs erkrankt und auch gestorben. Und vom Pflegevater weiß ich wohl, er hat nochmal geheiratet und wohl auch glücklich. Aber da hast du keinen Kontakt?
Mittlerweile nicht mehr, nein. Ich habe ihn einmal noch mal kurz getroffen, aber dann wollten so die Pflegegeschwister, sag ich mal, dann nicht mehr, dass wir noch mal Kontakt aufbauen. Mhm. Waren auch noch mal so ein paar Rückschläge. Mhm. Aber die habe ich dann auch, ich sag mal, da muss man irgendwann mal sagen, okay, ja. Ja, du hast gerade die Andeutung gemacht, von wegen auch, ich habe vergeben. Ja, meiner leiblichen Mutter. Hast du denn mit der leiblichen Mutter dann irgendwann auch Kontakt gehabt? Nein, aber witzigerweise dann mit der Familie meiner leiblichen Mutter. Ach, wie kam das? Ja, Zeiten des Internets und gewissen Telefon-CDs ist es dann wunderbar, dass man dann den Namen eingeben konnte. Und mein Name ist nun mal sehr selten, mein Mädchenname. Mhm, und den habe ich dann eingegeben. Mhm. Und prompt tauchte dann auch ein Name auf. Und ich habe dann einen Brief hingeschrieben an diese Familie. Und diese Person bekam dann den Brief und hat mich dann auch prompt noch am selben Tag dann auch angerufen, als sie den Brief erhalten hat. Das war die Schwägerin sozusagen von meiner Mutter. Ach so, die Schwägerin, ah ja. Ja. Und war deine Mutter, lebte die dann nicht mehr oder? Es weiß keiner so wirklich, wo sie ist und was los ist. Ach so, die Familie weiß das auch nicht und wusste das auch nicht. Nein, aber witzigerweise, ich stand vor ihrer Tür und sie sah mich und wusste sofort, ich bin es. Also die Ähnlichkeit ist einfach frappierend. Also gab es doch einen Kontakt zwischen dir und ihr? Nein, aber zwischen dieser Tante und mir, sag ich jetzt mal. Ach so, die Tante hat gesagt, die Ähnlichkeit ist frappierend. Genau, die Ach so, verstehe. Und hat ihr Fotos, zwei Fotos. Mhm. Und dann hat sie mir zwei Fotos von meiner leiblichen Mutter dann gegeben. Und ich dachte, ich gucke in den Spiegel. Es war für mich wahnsinnig. Das glaube ich. Es war irre. Und dieser Familie ist es auch nicht gelungen, da einen Kontakt herzustellen, weil die nicht wissen, wo sie ist. Die wissen es auch nicht. Ach. Die sagen wohl, es gibt wohl noch Halbgeschwister und so weiter von mir. Wissen die denn, was um die Umstände damals war? Konnte keiner sagen. Keiner? Nein. Aber es war für mich schön. Ich konnte das Haus sehen, wo sie aufgewachsen ist und so weiter. Ich habe nochmal andere Leute kennengelernt, die sie auch kannten. Es war nicht mehr dieses Phantom für mich. Das glaube ich. Ja, es war so auf einmal eine reelle Person und ich wusste, die gab es wirklich. Hast du diesen Kontakt denn bis heute gehalten zu dieser Familie? Oder hat sich leider wieder irgendwie auseinanderklamüsert, sag ich jetzt mal. Mhm. Aber für mich war es so... Hallo? Oh weia. Ich ahne Böses. Ich gucke ja auf meinen Computerschirm. Alle Leitungen sind abgebrochen. Abgekackt und jetzt machen wir vielleicht mal ein bisschen Musik und hoffen, dass wir das noch in Gang kriegen. Das ist immer ein großes Problem, das hatten wir schon ein paar Mal hier, ja, so oft auch noch nicht, aber einige Male, und dann rotieren meine armen Kollegen immer im Hintergrund und suchen jetzt nach dem Fehler. Der ist nicht so leicht zu finden. Vor allen Dingen in diese Zeit, wo eigentlich mal so ganz viele Fachleute hier sind bei uns im Sender. Ja, wir machen mal ein bisschen Musik und hoffen, dass wir irgendwas für euch noch basteln können. So, jetzt haben wir gerade eine Notleitung geschaltet und haben die Corinna, mit der ich gerade am Sprechen war, nochmal auf die Leitung rübergelegt. Bist du da, Corinna? Hallo? Hallo? Ja, Corinna. Ja, jetzt höre ich dich. Ja. Wir haben eine große technische Panne, aber jetzt ist schön, dass wir beide zumindest ein bisschen weiter plaudern können. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben, dass der Kontakt wieder eingeschlafen ist, leider. Ja, der ist irgendwo eingeschlafen. Mhm. Aber für mich war es dann eben halt nochmal so eine Ergänzung, ein Mosaiksteinchen, dass ich wusste, da gibt es einfach Leute, die haben A, den gleichen Namen wie ich. Ja, das hat alles mehr Realität dann. Da ja, hast du von, genau. Von Phantomen, vom Phantom gesprochen, ne? Ja, genau. War das denn so, dass du so in deiner Jugend und dann auch in dieser Zeit, als das nicht so schön war da mit der Pflegefamilie, dass du da schon immer so Zorn auch auf deine Mutter oder deine Eltern, du wusstest ja gar nicht, was da los war, waren da immer so die Gedanken, warum haben die mich weggegeben? Ja, es war, wie du sagst, auch viel Zorn, dass ich dachte, was macht mich das aus, dass man meint, mich jetzt weggeben zu müssen? Und bin ich jetzt wirklich nicht so liebenswert und darf ich überhaupt auf der Welt sein? Wann hat man dir das denn überhaupt gesagt oder wann hast du es gewusst? Ja, das war auch noch so ein Punkt, da war ich, das war kurz vor der Einschulung. Und das war dann so, beide waren in einem angebläuten Zustand, sage ich mal. Wir waren im Urlaub und sie kamen an mein Bett mitten in der Nacht und sagten, was wir dir schon immer sagen wollten, du bist gar nicht unser Kind. Ach du lieber Gott, im Alter der Einschulung, da ist man 6 Jahre alt. Genau, so 6, 7 Jahre alt war ich da.
Ja. War nicht wirklich prickelnd. Mhm. Aber da fängt man doch wahrscheinlich in dem Alter sofort an zu weinen, oder? Oder war es gar nicht? Die haben mich sofort alleine gelassen und ich lag dann da alleine in meinem großen Hotelbett, sag ich mal. Und dann wurde das Thema aber auch immer verdrängt und unterm Tisch geschoben. Du hast dich gar nicht weiter getraut, dann dazu fragen? Nee, ich durfte gar nicht. Haben die dich auch geschlagen? Ja. Also, die haben mich tierisch geschlagen. Ich bin so, was man heute unter dieser Misshandlung und so weiter versteht, habe ich sehr viel erlebt. Weißt du, was ich nie kapiere, Corinna? Ich habe ja solche Geschichten hier schon oft gehört. Warum adoptieren Menschen Kinder, wenn sie sie dann hinterher so schlecht behandeln? Ich denke, ja, ich bin ja nicht adoptiert worden. Und sie haben damals wirklich viel Kohle bekommen, sage ich jetzt mal. Und sie dachten, sie würden keine eigenen Kinder bekommen. Ich verstehe, du warst nicht adoptiert und dann bekommt man ja Geld dafür. Ne? Genau. Und dann kamen auch Kinder und ich habe immer gespürt, ich gehöre nicht dazu. Ja. Aber dann kamen ja nochmal welche, was du gerade gesagt hast, als du 16 warst und da war es dann ganz aus mit dir. Ja, dann war eben halt dann wirklich zappenduster und die haben gesagt, die wollten nochmal umziehen nach Norddeutschland und sahen jetzt nicht so wirklich den Sinn darin, mich mitnehmen zu wollen, haben mir das auch vorher gar nicht gesagt. Haben nur gesagt, ja, wir wollen jetzt mal mit deinem Vormund, bis dato wusste ich gar nicht, dass es einen Vormund gibt, wir wollen mal mit deinem Vormund sprechen, wie es jetzt mit deiner beruflichen Zukunft und so weiter aussieht. Und dann saß ich da, wir sind zum Jugendamt und wir saßen an einem riesengroßen Tisch und dann sagte der Vormund, den ich bis dato gar nicht kennengelernt hatte, ja, wir haben uns ja jetzt hier zusammengesetzt, um zu besprechen, in welches Heim Corinna kommen soll. Und ich saß da und dachte, ups. Und dann schnallte die auch, war wohl noch nicht wirklich besprochen worden. Warst du da letztendlich vielleicht sogar erleichtert, dass du da rauskamst aus der Familie? Witzigerweise, als ich in diesem Heim war, ab da ging es mir wieder richtig gut. Ja. Was für kuriose Lebenswege. Man so geht oder du in deinem Fall jetzt gegangen bist. Um nochmal zurückzukommen auf den Anfang deines Gesprächs, Alexa, auf jeden Fall dein Rat auch, das Kind zu behalten und das Kind aufzuführen. Auf jeden Fall. Es kann keiner so wertvoll sein als das eigene Kind und keiner so wichtig. Danke für deinen Anruf, Corinna. Sehr nett, dass du uns das erzählt hast und von deiner Warte dann auch die Bewertung vorgenommen hast. Vielen Dank, alles Gute. Ja. Okay, tschüss. So, ein Lob an meine Kollegen in der Regie. Sie haben es gezaubert und geschafft. Ich sehe hier, mein Monitor scheint wieder zu funktionieren. Und jetzt drücke ich mal hier ein schönes Knöpfchen. Und ich müsste sprechen mit Gesche, 62, hallo? Ja, hallo, du mir. Hallo Gesche, wunderbar, es klappt. Ja, schön, dass du da bist. Ich dachte, das ging nicht mehr. Ja, es war alles weggebaut. Und was geht's bei dir, Gesche? Ja, es geht darum, dass mir mein linkes Bein amputiert worden ist. Und dass ich heute im Krankenhaus war mit dem Notarztwagen und dass die meinten, das Rechte müsste auch noch amputiert werden. Was ist da los gewesen mit dem anderen und was ist es jetzt Ja, das rechte Bein hat jetzt die gleichen Symptome wie das linke Bein. Welche Symptome waren das? Das sind die Symptome, dass ich, also mit dem rechten kann ich ja nicht laufen, aber auch wenn ich mich jetzt hinstelle, ist das genauso wie ich, als ob ich meine beiden Beine noch hätte und am linken nach ein paar Schritten nicht mehr laufen konnte und dann solche Schmerzen hatte. Der Fuß wurde taub und eiskalt und die gleichen Symptome habe ich jetzt im rechten Bein. Also sind das so, was man so im Volksmund sagt, durch Blutungsstörungen? Ja. Und die Venen sind zu dünn, die sind geplatzt. Und jetzt sagt man dir, dass man dir das noch gesunde oder auch etwas angeschlagene Bein auch amputieren will? Ja, und das war, also das fing erst Freitag an, bis dahin war alles in Ordnung. Überhaupt nichts hatte ich und auf einmal, also ich dachte erst, ich hätte einen Krampf, aber danach habe ich gleich gemerkt, das ist genau das gleiche wie im linken Bein. Wie lange ist das jetzt her, dass das linke Bein amputiert wurde? Das war im November 6. Im November 6. Bist du irgendwie gesundheitlich in diese Richtung angeschlagen? Oder? Nein, eigentlich nicht. Das klingt so nach Arterienerkrankung, Venenerkrankung. Ja, ich sonst überhaupt nicht. Hatte ich nie Schwierigkeiten mit. Bist du Raucherin? Ja. Ah ja. Das ist das Problem. Was ist das Problem? Dein Leben lang geraucht? Ja, nicht mal mein Leben lang. Ich habe mit 18 mal ein bisschen geraucht. Ja. Und so viel Rauch, also ich rauche auch nicht so sehr viel. Hat man dir denn gesagt, als das linke Bein amputiert wurde, dass du das Rauchen einstellen sollst? Ja, das haben die gesagt. Hast du aber nicht gemacht? Nein. Warum nicht? Weil es zu schwer war. Also alles konnte ich, nur das nicht.
Ich weiß, es ist schlimm, aber... Ist das linke Bein bis ganz oben weg? Ja, bis zum Oberschenkel. Wie bist du die erste Zeit dann damit zurechtgekommen? Ja, ich stelle mir das ganz, ganz schrecklich vor. Ja, ich bin mit dem Rollstuhl und meine Tochter wohnt hier in der Nähe, die kommt jeden Tag und die versorgt mich soweit. Aber sonst muss ich gucken, ich lebe alleine, dass ich alleine fertig werde. Es ist furchtbar schwer, aber überleg mal, ohne Beine geht nicht, es geht nicht. Ich habe heute auch überlegt und meinem Hausarzt schon gesprochen, da soll ich morgen noch hin zum Gespräch. Es geht nicht, ich kann so nicht weiterleben mit zwei. Ohne Beine geht's nicht. Mhm. Ist das denn jetzt schon ganz definitiv, dass die das gesagt haben? Oder? Ja, also der Arzt heute sagte zu mir, also Frau Mann, hier darf ich auch gelegen. Ich habe ein Jahr im Krankenhaus gelegen, ich war in mehreren Krankenhäusern. Mhm. Und der hatte gesagt, ja, es geht darauf aus. Da habe ich zu ihm auch gleich gesagt, ich sage, man wird es doch wohl erst mit Bypassen versuchen können, wieder wie bei dem anderen Bein. Mhm. Ja, und wir sind sowieso überbelegt, wir können nicht, das soll eigentlich eine renommierte Klinik sein hier. Mhm. Wir haben sowieso keine Zeit, die nächste Zeit sowieso nicht. Und bei mir ist das ein Notfall. Mhm. Das müsst ihr mal vorstellen, das geht doch gar nicht. Mhm. Was sagt also ich habe heute Nachmittag so geheult und ich bin fertig. Ich kann nicht leben ohne Beine. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass man natürlich eine wahnsinnige Angst hat. Was sagt dein Hausarzt? Du hast auch von einem Hausarzt gerade gesprochen. Ja, also wir wussten heute Vormittag, als ich bei ihm war, schon beide Bescheid. Er wollte sich ja nur noch versichern, dass ich ins Krankenhaus gehe, hat gleich einen Notarztwagen von der Praxis aus angerufen. Wie schätzt er das denn ein? Sagt er denn, dass man vielleicht doch noch was mit Bypassen oder wie auch immer, ich habe keine Ahnung, dass man da irgendwas noch machen könnte? Aber wenn ich das sehe, dass ich im linken Bein 4 oder 5 Bypässe hatte und alle abgestoßen sind, dann stelle ich mir vor, als Laie auch, dass das rechte Bein das auch alles abstoßen wird. Das heißt, dass die ganze Tortur dir wieder bevorsteht? Ja, ich bin in einer Woche manchmal 4-mal operiert worden. Hat dich jetzt diese Nachricht so umgehauen, dass du mit dem Schlimmsten dir Überlegungen machst? Ja, und die muss man sich doch machen. Ich bin realistisch genug und die muss man sich machen. Aber ohne Beine geht's nicht, Domian. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit. Mhm. Es geht nicht. Und ich habe auch niemanden großartig, mit dem ich drüber reden kann. Mhm. Ja, meine Tochter, die hat selber Kinder und ein großes Haus und arbeitet auch noch. Und ich bin ganz alleine und ich habe niemanden, mit dem ich darüber sprechen kann. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, das heißt, große Hilfe habe ich nicht. Von der Tochter ist auch nicht zu erwarten. Nein. Nee. Ja, außer dass sie mich so versorgt, ne? Das ist klar. Aber das ist ein Reinkommen, versorgen, wieder rausgehen. Das heißt, du sagst, die hat ein großes Haus, das wäre nicht möglich, dass du da mit in dem Haus wohnst. Nein. Nein, die hat Kinder und dafür ist kein Platz für mich. Ja. Überhaupt nicht. Bist du da ein bisschen enttäuscht auch, dass das so ist? Dass sie mich nicht nehmen kann. Nein, ich akzeptiere das ja. Mhm. Also ich muss es akzeptieren. Mhm. Weil ich sehe, was sie um die Ohren hat und das ist wirklich sehr viel. Und das geht nicht. Ich finde es etwas wirklich auch schockierend und erschütternd. Ich finde es noch mehr als schockierend. Ja, total. Dass man dir das so sagt und ohne dass man dich da behutsam darauf vorbereitet. Und auch die Frage erörtert, ist wirklich medizinisch, chirurgisch, was man da machen kann, alles ausgereizt. Denn das ist ja wirklich die allerletzte Möglichkeit, die man da noch ziehen kann. Nein, das Einzige, was du zu hören bekommst, ist Schrott. Mhm. Ja. Die Vorstellung, dass du beide Beine weg hast, ist für dich ganz schlimm. Geht nicht, geht überhaupt nicht. Ich frage es jetzt mal ganz, ich habe es gerade schon angedeutet, ist das jetzt so schlimm, dass du dir überlegst, dass du im ersten Moment schon gedacht hast, ich nehme mir das Leben? Ja, ich nehme mir nicht das Leben, man kann in die Schweiz fahren. Mhm. Das geht auch, gibt es ja Sterbehilfe. Mhm. Denn ich weiß es nicht, das ist ja ein Hinvegetieren. Geistig möchte ich alles und so möchte ich auch alles. Ich habe mit meinen Enkelkindern immer alles unternommen. Ja. Ich war immer im Urlaub, jedes Jahr mit den Kindern. Du sagst geistig absolut auf der Höhe und fit und sonst gesundheitlich auch eigentlich also alles im guten Bereich? Ja, Gesundheit. Ich versuche das Beste draus zu machen. Ich bin medikamentös so hoch eingestellt, also dass ich... Nun gibt es, Gesche, ich möchte das unbedingt noch sagen, bevor die Sendung gleich vorbei ist. Nun gibt es ja schon eine ganze Menge leider behinderte Menschen, die auch es schaffen, ihr Leben gut zu meistern, auch wenn beide Beine. Nee, kann ich nicht. Hm. Ich würde auch nie in irgendein Altersheim oder sowas gehen. Da kriegt man mich nicht hin. Hm.
zwischen den alten Leuten, das weiß ich ganz genau. Da, ich weiß, ich bin alt, aber ich bin, habe eine ganz andere Einstellung. Gesche, jetzt geht meine Sendung gleich vorbei. Ja. Das ist radikal hier. Du legst bitte auf und wir rufen dich gleich nochmal an, ja? Ja, ist gut. Bis gleich, tschüss. Ihr Lieben, in der Technik heute Nacht Gunnel Blendin. Morgen heißt unser Thema Gezwungen zur Lüge. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival. Gute Nacht, tschüss.